So. So? Ja, liebe Leute, ich muss euch ganz kurz was erklären. Und zwar, ihr habt ja da letztens, glaube ich, wenn ihr ein bisschen drauf geachtet habt, habt ihr ja gesehen, dass unten da, wo wir unten rechts da, ne, unten rechts ist ja immer nur die drei Köpfe und da ist grün. Und das war ja bei mir gelb und beim Finchi könnt ihr das ja nicht sehen, aber er sagt, da wäre rot gewesen, ne? Korrekt, ja. Und ihr könnt euch ja daran erinnern, kommt mal mit, dass wir hier oben, die Träger, die Chefin hatte die Träger gesetzt und bei uns beiden wurde das noch blau angezeigt. Oh. Genauso wie die Treppe hier. Die war ja auch, der oberste Teil war auch noch blau. Der musste bei uns Auge legen. Oh, jetzt habe ich die Treppe dreckig gemacht. Ist das schlimm? Ja, das ist sehr schlimm, wenn der... Ja, naja, auf jeden Fall ist das jetzt so. Wir wollten dann weitermachen und dann kamen wir nicht mehr in den Spielstand. Jetzt wissen wir nicht, ob es jetzt daran liegt, dass der Auftrag, also die Kampagne, ein bisschen schrubbelig ist oder ob irgendwas anderes ist. Ne? Naja, auf jeden Fall, jetzt haben wir das so gemacht, dass die... Ach, warum soll... Erkläre ich das? Die Chefin soll das erklären. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir halt unseren Auftrag bis zu dieser Stelle vorgespult haben, neu begonnen haben sozusagen und jetzt wollen wir mal gießen und dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. Genau, ne? Das heißt, wir gießen jetzt. Finchi, ab in eine Kiste, ich wieder in den Betonmischer. Und ich gehe mal in den kleinen Kipper, dann gucke ich mir... Oh. Oder ich kann ja in den Kran gehen, genau, ich gehe in den Kran. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, ein bisschen ist noch drin. Ja, warte mal, ich fahre mal ein Stück zurück, ne? Ja. Anni, du musst ihn ja erstmal ausklappen, ne? Ja. Wir gucken uns dann mal aus dem Kran an. So, da sind die beiden. Ich glaube, ich soll mal erstmal die Leuchten hier anmachen. So, ich komme mal rückwärts ran. Jetzt sind wir hier oben in der Kabine, wie ihr seht. Was, in der Kantine sitzen sie schon wieder? Ja. Scheiße, ich stehe total falsch. Da können wir unten sehen, wie der... die Pumpe aufbaut. Der Hoxton, der macht das nicht. Nein, nein. Der Boxen, der ist am Rangieren, das sehen wir. Soll ich laufen lassen, Finchi? Ja, lass laufen. Ich lass laufen. Hört sich komisch an, aber mach's einfach. Ja, mach mal. Ich lass mal laufen. Läuft. Jo. Ja, also wie gesagt, das war... Wir hätten vielleicht eher reagieren sollen, ne? Als, naja gut, aber... Dann willst du da reagieren, ne? Wenn wir mittendrin sind, sind wir mittendrin. Ja, ja, logisch. Ja, aber wenn man schon sieht, dass das gelb ist, dann sollte man vielleicht einmal kurz, ne? Ja, das ist die Frage. Ja. Wir wissen ja auch nicht genau, was das jetzt genau heißt. Ist das jetzt komplett asynchron? Naja. Oder was auch immer. Ich bin leer. Mhm. Ist befüllt. Ich lass wieder laufen. Ja. Läuft. Die Außenkamera, ich glaube, da immer noch ein bisschen. Ich schon, der schon. Naja, solche Klamotten passieren dann eben halt mal, ne? Korrekt. Dass du da so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass das mal. Kommt dann eben halt mal vor, ne? Richtig. Und wie gesagt, ihr seht jetzt wieder das Gießen, den Anfang, beziehungsweise ich weiß nicht wie weit. Da kommt so auf die Rüstung, sehen Sie das? Nee, ich bin ja oben im Kran, ich sehe das ja schon ganz gut. Nur ich weiß ja nicht, wie weit wir kommen. Ach, jetzt vom Aufnehmen her? Von der Folge her, ja. Ach so, ja. Dass dann die Zuschauer wissen, dass wir dann halt weiter gießen, bis wir den Bauabschnitt hier fertig haben. Ja, ja, gut. Und dann gucken wir, dann wird es interessant.
Aber ihr seht das ja hier, er macht das sehr akkurat und sehr schön. Ja, das hat er drauf, das kann er. Ja. Ich mache mir da eher einen Knoten in der Arme, wenn ich das machen soll. Hm. Naja, gut. Demnächst lernt er den Umgang mit dem Erdbohrgerät auch. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube eher, das Erdbohrgerät ist eher für die Chefin. Genau. Ich glaube, die muss das machen. Da hat die, glaube ich, das ist dann so. Ja, wir haben ja noch keinen Auftrag. Ein Fingerspitzengefühl der Füße hat sie. Das muss ja dann sein. Ja. Naja. Ach, übrigens, Leute, im Internet gibt es das neue Buch der Chefin, weil die schreibt nebenbei auch ein Buch, ne? Das Liebesleben der Klosteiner. Nochmal nebenbei. Ist auch. Warte, ich muss eben voll füllen wieder. Jo. Herr Finch? Ja. Hab ich mal gesagt, der Herr Hoxe ist meine Nummer 1. Haben wir. Dann geht es andauern. Ja, ne? Ich glaube, das sollte sich ändern, meinen Sie, ne? Weil solche Bücher würde ich ja niemals schreiben, ne? Sie haben das doch als Hörbuch gemacht. Da hört man sie mal lutschen, mal. Jetzt ist aber gut. Ja, ist also gut. Leute. Aus jetzt. Wir sind jetzt bei 40%. Genau. Du kommst bis hinten hin, Finchi? Nee, ich muss wahrscheinlich ab umsetzen. Echt? Mhm. Guck mal, ob du noch die 50 voll kriegst. Ja. Wenn nicht, dann setzen wir einmal um. Ah, da kommst du doch, oder? Guck mal, du hast ja noch richtig Möglichkeiten da. Ja, du kannst den auch lang machen. Ne? Ja, wer lange hat, ne? Wer lange hat, kann man den noch. Kannst du noch abknicken da oben. Ja, das Abknicken ist aber damit Schmerzen verbunden. Ja. Ja, Chefin, da haben Sie keine Ahnung von. Das tut ganz schön weh. Das ist gut, Leute. Können wir uns jetzt bitte wieder aufs Gießen? Wenn Sie mal so ein Eido im Reißverschluss verklemmt haben, dann wissen Sie aber Bescheid. Ignoriert das einfach. Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, es muss doch mal gesagt werden. Verdammte Hacke. Ja, aber ich glaube, es ist dann wirklich Feierabend. Oder? Na, er kann den noch ein bisschen tiefer und ein bisschen länger. Die Frage ist nur, wo wollt ihr euch dann hinstellen? Ne? Hinten am Kran. Ja, in der Höhe, ne? Ja. Stückchen geht noch. Ein bisschen geht noch, ne? Stückchen noch, ja. Du kannst doch den. Du kannst doch. Ja, genau, du. Ein bisschen tiefer noch, ja? Und die Spitze ein bisschen. Man kann auch wedeln mit dem Teil. Du verstehst, was ich meine. Bisschen wedeln. Oh, schon wieder leer? Das gibt's doch gar nicht. Leute, ey. Kostet mal richtig Kohle hier. Ich werde das immer im Argusauge im Auge behalten. Ne? Im Argusauge und im Auge auch? Ja. Das ist wahnsinnig interessant. Sag, wenn er versetzen muss, ne? Ja, jetzt. Alles klar. Dann stoppe ich mal eben und fahr mal weg, dann können wir versetzen. Mhm. Fahr schon mal da hinten hin, aber du musst ja eh als erstes. Ne, ich muss als erstes da rein. Oder du, ich weiß es jetzt. Ui. Chefin? Ja? Ich habe einen Nebelscheinwerfer abgefahren. Oh, Entschuldigung. Nicht die Leute an der Haltestelle da umfahren. Die sitzen da schon ein paar Wochen. Ja. Scheiß öffentliche Verkehrsmittel. Boah. Ich glaube, ich muss den Finchi zuerst reinfahren lassen, ne? Mhm. Finchi, ich fahr mal zum Jupp, ne? Oh, das glänzt. Das glitzert. Ey, kann ich ja gar nicht. Ich hole sogar keinen Markt. Oh, wie das glitzert, Leute. Guckt euch das an. Hä? Haben wir noch was von letztem Mal? Ja, sicher. Hat er mal sauber gegossen. Müssen wir ja mal so behaupten. Das denn letztes Mal?
So, ich warte jetzt erstmal auf Fidschi. Sieht schon echt cool aus, hier auch mit diesen Trägern drin. Nicht schlecht. Auf. So, ich komme mal so langsam reingedödelt hier. An. Das ist auch bei solchen Liebhabern. Reichen. Da willst du? Okay. Ja. Meinst du, da kommst du wirklich bis hinten hin? Ja, ich meine, ist ja lang. Ja, so viel hat er ja nicht mehr. Warte mal, ich hab glaube ich. Was soll denn das schon wieder? Oh! Oh, was machen Sie mit dem Zaun, Herr Hobson? Stehen lassen. Oh, nein! Ja, jetzt den Spiegel auch noch abfahren, ja? Oh, ich hab nur die Nebelscheinwerfer. Ich hab mich festgefahren. Wer hat denn das hier veranlasst? Das sind die Markierungen vom Aufsichtsamt. Aufsichtsamt? Ja, klar. Geht ja um Arbeitssicherheit, ne? So, Finchi? Hm? Lass Lope! Jo, Lope! Lobt! Er läuft! Ja, guck mal, jetzt kann er doch richtig rumpatschen, da passt doch. Schiffchen eigentlich. Im Kran? Warum? Ja, weil ich das hier schön kameramäßig euch zeigen kann. Aber wir brauchen sie nicht zeigen. Ich sehe sie. Ah, selber. Den Leuten. Ah, den Leuten. Den Leutnant von Leuten. Kennen Sie den? Wer ist das? Kennen Sie den nicht? Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu Leuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Ach so, der war das. Ja, genau der. Kennen Sie gar nicht, ne? Ich kenne nur Messwechsel bleibt Messwechsel, ja. Und Wachsmaske bleibt Wachsmaske. Genau, genau, alles klar. Kannst du das auch mal sagen? Ja, sicher. Vollbig. Picke, picke, picke. So, 77%. Ja, wir machen das. Das machen wir jetzt auch voll hier. Da machen wir doch Penny. Ja, und da hinten, wie ihr seht. Na, da muss er ja auch die Brücke. Und da. Was für eine Brücke? Da ein bisschen höher. Da dieser Übergang. Hier wird ja dann auch betoniert. Ah ja, die Brücke. Wo nur wir rüberfahren. Die nur wir sehen. Aber diesmal ist das ja anders. In diesem Teil ist es ja anders. Ja, also ich habe schon mit diversen Leuten gesprochen, jetzt Auftragsvergabe, und ihr könnt euch schon mal freuen, Freunde, also wahrscheinlich werden wir eine Brücke bekommen, die wir machen müssen. Lassen wir uns überraschen, wir haben das ja beim letzten Mal schon angedeutet, glaube ich. Vor allen Dingen könnt ihr euch freuen, Freunde. Wir können uns freuen, Freunde. Was ist hier los, Leute? Ja. Oh Mann. Ich muss gleich wieder auffüllen. Da kommt schon die Polizei. Hätten sie mal lieber nichts gesagt. Mach mal weiter, mach mal weiter. Was? Nahtlos übergegangen, ne? Absolut. Ja. Und jetzt die Brücke. Ja, noch nicht ganz, oder? 93%? Doch, der zieht jetzt die Brücke rüber. Oh. 93% schon, dann gehen wir schnell. Dann mach mal die Brücke bitte. Dass wir die auch noch sehen. Hier. Kommst du am Kran vorbei? Ja, ne? Ich bin weit hinten. Chefin? Ja? Warum haben Sie den Haken unten? Ja, damit ich die Kamera besser... Sie sind ja ein cleveres Kind. Ah,
Herr Hoxton, das hat mir mein Vater alles beigebracht. Mhm. Immer alles im Auge behalten, hat er gesagt. 97%, Freunde. Gleich ist es soweit. Katsching? Ja, noch nicht Katsching. Obwohl, da muss ich wahrscheinlich den Haken runter machen. 99%? Also ich habe 98%. Gleich. 99%? Gleich ist soweit. Vielleicht sagt er wieder Baustelle räumen. Katsching. 100%. Katsching. Ich mach mal alle aus. Markierten Bereich räumen. Warte, Finch, ich war weg. Mhm. Ja, nur der Finch muss weg. Du musst ja, der muss da aus dem markierten Bereich raus. Damit die auch gucken können. Ja, warte. Ich bleib mal hier so stehen. So, ich dreh mich mal wieder um. Setz du einfach zurück, das Moped. Doch nicht der Herr Finch. Ah, 14. Oh, wieder Wände gießen. Da kann ich ja direkt hier stehen bleiben. Ja, ich komme wieder solo. Rittedede, hat wieder einer gehupt, habt ihr gehört? Oh, guck mal, seht ihr da? Da haben wir auch eine Wand. Die haben wir hier schon halb fertig ran. Aber dann gießen, ne? Wir zeigen, nehmen euch jetzt noch ein bisschen mit. Und dann, weil wir wahrscheinlich wieder versetzen müssen, gehe ich von aus, oder? Ja, genau. Dann machen wir wieder, wenn wir bei 99% sind. Eventuell kriegen wir es ja auch so hin. Ich weiß ja nicht, wie. Ich weiß es auch nicht. Werden wir gleich sehen. Mal gucken. Ich sag mal, laufen, ne? Ja. Sag mal, den Aufzugsschacht, den kriegst du wahrscheinlich auch noch mit. Ne? Das können wir ja noch mitnehmen. Dann wird die Vorgabe 30 Minuten, meine Güte. Und wenn wir das fertig kriegen sollten, dann ist das schon mal gut. Ja, wir sollen nur Wände gießen. Hm. Alter, der zieht sich aber ganz schön viel rein, ne? Ja. Holla Herzchen, ey. Und wenn er ewig mal auch, wenn er ewig für 18.000 das Auto voll machen muss, das ist aber schon heftig, ne? Mhm. Wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Schritte wir jetzt schon gegossen haben, wie viel Kohle dabei drauf gegangen ist. Das stimmt. So, wir gucken uns das mal genau an hier, ob auch wirklich Luft. Na, wo kicken Sie das denn hin? Ein bisschen weiter rein, ja? Ja, gut. Der Finchi weiß schon, wo er hinspritzen muss. Marille, Junge! Jo! Nein! So? Warte, ich mach voll. Immer $18.594, ey, mal eben schnell. Eben schnell, ja. Okay, läuft. Ja, das dauerte ganz schön lange, ne? Also ich würde glatt mal sagen, wir melden uns dann wieder, wenn wir wieder kurz vor Ende sind, was? Ja, wir machen erstmal, gucken mal. Ja, wie, was wolltest du denn gucken? Müssen wir so noch einmal versetzen? Weiß ich nicht. Doch, müssen wir. Ich komme da hinten, ich kann auf anderen Seite. Ja, hier vorne kommst du dran. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht mehr gar nicht so. Wir haben zweimal Wände gießen. Ich weiß, ja, ich also, weiß. Dann müssen wir versetzen. Aber das sieht sehr genau aus, das stimmt schon. Wenn ich das hier so sehe. Und jetzt haben wir 70% erst. Und das ist schon komisch. Aber Moment, vielleicht zählt bei der Wand, die du jetzt gerade machst, auch der innere Teil. Bei einem Aufzugsschacht. Vielleicht musst du den da jetzt wahrscheinlich auch mitmachen. Du kannst ja erstmal da jetzt die andere Seite machen. Ne? Genau. Kommst du da noch dran? Ja. Guck zurück. Schon cool, so im Hintergrund dann die Burg und so. Ja, das sieht schon cool aus, ne? Hm. Das ist schon ein schönes Örtchen. Vielleicht im Frühling. Ah, der zeigt dir aber immer noch 84%. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe nicht, dass da wieder ein kleiner Fehler bei ist. Der geht nämlich nicht auf die andere Wand.
Ja, wahrscheinlich muss er noch weiter nach rechts. Oder? Auf der rechten Seite. Nee, aber der zeigt nur einmal Wände gießen. Vielleicht, ach so, kann sein, dass wenn der Bauabschnitt fertig ist, dass dann noch ein anderer kommt. Wer weiß. Geh mal in die Mitte, bitte. Ja. Ich find, gleich. Wenn wir das schaffen. Gehen? Ja, ja, genau. Und dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir vielleicht kommt, dann wird dann nochmal gegossen. Dass wir das jetzt mal nicht sehen. Ist das praktisch zu dem Bauabschnitt? Nimmt er dann untere Weg. Guck mal. Mach mal weiter. Ach, jetzt ist er drunter. Ach so, jo. So. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Prozente geguckt. Gar nicht auf die Maschine geguckt. Ja, läuft. Guck mal. So, der ja, ist fertig. Der ist fertig. Jetzt versuch nochmal, ob du außen dann noch rankommst. Vorne ist auch noch eine Stelle, die hattest du noch nicht, ne? Hast gesehen, ne? Vielleicht kannst du da auch noch was rausholen. Ne, er muss ja was reinmachen, nicht rausholen. Ja, schon ja, klar, aber... Jo. Fertig, jawohl, Leute. Ja, Leute, hat geklappt. Die war gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir die Fertigtreppen platzieren. Ich war ein, das Ding. Ja, warte, aber ich... Ach so, ich habe ganz vergessen auszumachen. Ich bin so fasziniert, ne? Warte, ich falle immer raus, ich falle immer, ja. Soll ich das dann jetzt schon machen? Ich falle oder eben, ja, können sie machen von mir aus, weil dann haben wir das auch noch drin. Okay. Ui, ich habe da ein Rohr gesehen. Rohr gesehen? Ja. Wir haben das Rohr gesehen? Ja, ich habe ein Rohr gesehen. Hier ist ja sowieso alles gesperrt. Hier kann ja nichts passieren. Ich glaube, der Moped ja ruhig hier stehen bleiben. So. Können wir das Moped ja hier stehen bleiben? Was ist das? Ey, was ist los? Ey, was ist das für eine Sprache, die ich da spreche? Sie wissen das, wo, Chevin? Ja, ich sehe das hier gerade. Das machen sie ja ganz toll. Ja, hier rein. Oh, ich muss mal weggehen. Nicht unter schwebenden Lasten treten. Nicht unter eine schwebende. Kennen Sie ja, Chefin, ne? Schweben, ne? So. Schweden, ja, Schweden. Ne, nicht Schweden, sondern Schweben. So unter der Decke, meine ich. Mhm. Aua! Hinstellen. Hä? Ja, stell doch erstmal nur dahin. Ich muss hier so ein bisschen jonglieren. Wir müssen es aber noch ein bisschen üben, ne, Chevin? Meinen Sie? Das nicht so hier. Ich muss mal ja. Ich glaube, das ist das Falsche, was Sie da gerade haben. Sie sollen eine Treppe nehmen. Wo kommt denn der hin? Also. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal keine Treppe. Die müssen wir wieder ablegen. Immer hier hoch. Was soll denn das? Der hatte mir die drei Teile angezeigt. Ja, aber die Treppe, die haben genau das genommen, was keine Treppe ist. Das ist auch ein Vogel, ey. Ja, hier ist die Treppe, hier. Mit dem Absatz. Das müssen sie mal woanders hin tun. Ja, jetzt nehmen. Oh, jetzt hat es das genau draufgelegt. Jetzt fliegt das gleich wieder wie G. Das Ding müssen sie, irgendeinen von den beiden müssen sie anhaken, genau. Und jetzt Adiosos. Jetzt können sie da reinlegen. Dass ich ihnen das immer alles erklären muss. Da hat alles ihr Vater beigebracht, ne? Oh. Ja. Oh, Prost. So, runter. Ein bisschen eindrehen. Was machen sie denn da? Dreher ein. Ja, sie müssen aber, sie, das passt doch gar nicht, das Stück. Die sind doch auf dem anderen Dings drauf. Warte. Das passt doch gar nicht. Doch, das müsste passen. Jetzt kann sie runterlassen. Ja. Kabum. Kabum. So, jetzt nehmen sie das andere Teil. Jetzt nehmen sie das. Hä? Jetzt nehmen sie das letzte Teil, was sie gerade hatten. Ja. So. Komischerweise lagen gerade zwei. Ihr habt es gesehen, ne? Da lagen gerade zwei Beton. Und, aber ja, ist egal.
Was soll ich mich darüber? Finch. Also, es wäre sehr lieb von Ihnen, wenn Sie die Arbeitssicherheit dann doch ein bisschen berücksichtigen würden. Ich kann mir das nämlich nicht erlauben. Die Baugenossenschaft macht mir sonst tierischen Ärger. Was meinen Sie denn? Ja, der springt da oben vom Gerüst runter. Das geht nicht. Wir haben doch extra eine Leiter. Er kann das doch. Ja, nein, aber das ist nicht gut. Wie gesagt. So, Leute, das ist ja... Runter, runter! 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 Und Kaluk! Runter! Das willst du aber hundertprozentig machen jetzt, ne? Ah. Ja. Ja. Zack! Warum? Ja, da war sie nicht so sicher, der. Oh, Finchi, komm mal her zu mir! Ja. Rapeng, Rabumsel! Jawohl. So, jetzt heißt es fertig, Wand, Dinger, Beton. Was? Ja, wir müssen die, wo sind die denn? Sind die hier oder müssen wir die holen? Ja, wir gucken mal eben kurz. Da liegen die am Kran da bei Ihnen. Und wann müssten die hier liegen? Aber das machen wir im nächsten. Warte, wir gucken mal eben. Also hier liegt nichts. Nee, da liegt nichts. Aber hier sind zwei. Doch, da sind die, doch. Die beiden hier? Ja, ja, die beiden. Ja, wollen Sie das noch machen? Ja, da mache ich noch mit rein. Dann haben wir das fertig, den Abschnitt. Ja, komm, Finchi, dann kommen wir mal mit. Dann gehen wir noch mal gucken. Ja. Es sei denn, jemand von Ihnen beiden möchte hier. Weil ich aber irgendwie nicht verstehen kann. Warum. Wo sollen die denn hin? Die Treppe hier, Treppe hoch. Treppe hoch? Treppe hoch. Treppe? Ich komm mal hoch. Oh, Chefin, haben Sie aber Geld ausgegeben für das Gerüst, wa? Absolut. Das ist ja mal so ein richtig sicheres, ne? Meine Güte, ey. Kommen Sie mal rüber, Chefin. Ja. Hier sollen die hin? Ja, Fahrstuhlschacht. Jo! Ja, schwingen Sie Ihr Ding, Chefin. Musst du den drehen, ne? Ja, einmal eindrehen. Ja. Drehen. Drehen sie ein. Und jetzt Runtor. Das Waldschlösschen sieht man auch. Gucken. Ja, natürlich. Ui. Jetzt haben sie die ganzen Drahtgeflechte verbogen. Was machen sie denn da? Ja, sie haben mir nichts gesagt. Oh. Ja, jetzt runter. Jetzt runter. Langsam. Ja, weiter. Und abhaken. Jo, ja. Jetzt der zweite Teil und dann haben wir das durch hier, das Programm. Ich wundere mich gerade, dass die in einem Museum Fahrstuhl reinmachen. Für zwei Etagen. Ja gut, man muss ja auch die Exponate dann... Das ist doch kein Lastenaufzug. Sieht wie ein Personenverhältnis aus. Ja, aber man kann natürlich die Exponate damit auch kleineren Sachen mit transportieren. Ich verstehe Sie nicht. Was ist los mit Ihnen? Sind Sie da? Haben Sie Zucht da oben gekriegt? Nein. Warum sind Sie denn so heiser? Warum sprechen Sie? Hören Sie an wie Amanda Lear? So, das ist hier oben die frische Luft. Sie hören sich an wie Amanda Lear. Was ist denn da los? Oh Mann. Drehen Sie mal ein. Ja. Und jetzt genau einführen, ne? Ja. Sagen Sie mir bitte, ob nicht, ich noch jetzt weiter... nicht so schlampig arbeiten, sondern ein bisschen genauer, Chefin, ne? Ein Stück zu Ihnen. Ja. Ja, und jetzt langsam runter. Ein bisschen runter. Ja, noch ein bisschen zu Ihnen. Ja, stopp. Und jetzt runter. Ja, okay, haben eine Ecke abgebrochen. Runter. Runter. Ja. Weiter. Ja. Gut eingeführt. Und abhängen. Jawohl. Wunderbar, Leute. So. Ja, bevor wir abhauen, das machen wir beim nächsten. Dann seht ihr, was hier los ist. Also, ich würde mal sagen, es wird auch dunkel, Chefin. Ja, ich habe verstanden. Genau, wir sehen uns. Also, bis morgen früh. Also, mach's gut, Leute. Tschüss.